Guten Morgen, meine Lieben. Es ist mittlerweile 7:30. Ja, und heute der eigentlich erste richtige Reisetag nach Zeit zum Fahrradwohnwagen-Treffen. Ich höre gerade, die Jungs sind auch schon wach. Ja, werde ich mal aufstehen, Käffchen trinken. Komm, wir können ja mal gucken, wie es draußen aussieht. Machen wir mal die Tür auf. Ui, die Sonne scheint schon. Sieht doch gut aus. Oh, eine herrliche Luft. Leute, eine herrliche Luft. Ganz tolle Waldluft. Da hinten kommt jetzt die Sonne hoch. Ja, die Jungs hier sind auch schon wach. Ein Mückennetz macht jetzt echt Sinn, weil ein Haufen Mücken gestern waren. Naja, machen wir uns mal ein Käffchen. Kaffee, Wasser ist fertig. Ja, dann gibt es die üblichen Brötchen. Uiuiui, was macht der Drang hier? So, wo ist jetzt mein Messer? Ach, hier ist es doch. Schon hingelegt. Ja, heute haben wir Dienstag. Und ja, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich schätze mal, draußen sind so 13, 14 Grad. Ja, Wetter ist bewölkt gerade. Vorhin hat noch ein bisschen die Sonne geschienen, aber dann kamen Wolken. Ja. Ja, regnen soll es nicht, das ist schon mal wichtig. Na Leute, meld mich dann nachher wieder. So Leute, wir rauchen jetzt noch eine. Ich sage nicht, wer raucht. Und dann, ja, dann fangen wir langsam an. Fangen wir langsam an, alles zusammenzupacken. Ja. Ob es ja nicht so schwierig ist. Wir sind ja schon fertig eigentlich. Ach so? Ja, ich nicht. Wir brauchen nur den Punkt noch aufsetzen, Klappe zu machen. Ja, ich muss schon die Kiste hier einmal. Ja. Na ja, Leute, auf jeden Fall. Aber es dauert nicht lange. Ja, es dauert nicht lange. Leute, auf geht's. So Leute, es geht los. Die Jungs filmen die schon die ganze Zeit, wollen auch mal filmen. Wir sind jetzt hier noch am See. Andreas fährt vor. Jörg ist hinter mir. Ich bin in der Mitte. Da ist der Jörg. Der ist ja schon vorbei, da wollte ich ja. Hey, hast du die Mitte auch auf dem Land von hier? So. Den Ort meint der, ne? So. Zur Not finde ich euch wieder. Wir haben jetzt den AWG-See hinter uns. Ja, das ist immer ganz interessant bei der Abfahrt. Ich habe jetzt schon verschiedene YouTuber hinter mir und Erfahrungen gesammelt, wie die Leute so sind morgens. Komischerweise bin ich immer der Letzte. Das ist immer ganz lustig. Ja, Blinker vergessen die Jungs auch öfters auszumachen. Ja, Andreas hat auch einen Blinker dran. Ja, wurde mir schon gesagt, dass die auch immer vergessen auszumachen. Geht mir ja genauso. Ja, Blinker ausmachen. Jetzt hier auf dem Elberadweg, Plattenweg, da kommt schon das erste Auto hier angerast, sagen wir mal so. Wie ich so kenne hier. Ja. Die dürfen gar nicht langfahren hier, die Jungs. Ah ja, was soll's. Die sind ja tolerant. Wir sind jetzt kurz hinter Dornburg, kurz vor Kalbe.
Ich denke mal, da werden wir mit der Fähre rübersetzen. Genau weiß ich das auch nicht. Die Jungs haben die Route vorgegeben. Ich fahre nur mit. Ja, wollen halt vorwiegend Radweg fahren. Das machen wir jetzt gerade. Ja, mal gucken, wie es ist. Wenn es mir nicht gefällt, kann ich immer noch umdrehen. Hier kommen jetzt mal so eine Hütten, Übernachtungshütten vom Elbe-Radweg. Guckt mal, ist gerade geschafft, die Kamera anzumachen. Da könnt ihr schön pennen. Ihr seht, da ist auch Platz für Zelte. Ja, ganz wunderbar. Also der sieht gerade richtig schlecht aus, sind gerade mal vielleicht 20 Kilometer gefahren oder 15 oder 10. Ja, Achse gebrochen vom Hänger. Kann es euch mal von nahen kurz zeigen, aber sieht echt schlecht aus. Ja Leute, hier die Achse komplett gebrochen. Scheiße, jetzt kommen wir gar nicht weiter. Sieht jetzt echt schlecht aus. Achse gebrochen hier. Also bei mir nicht, beim Jörg. Das ist die Laufachse hier drauf. Und ja, schönen Tag, Spiel. Guck mal Leute, wir haben einen neuen Freund. Wir haben hier einen Kumpel getroffen, der hat einen Hund und der ist jetzt los mit seinem Fahrrad und holt das Rad aus Barbie. Ja, jetzt haben wir einen neuen Kumpel, einen Hund hier. Ja, wie heißt du eigentlich? Ja, ja, bisschen braver hier. Bisschen braver. Ja, ganz braver Hund ist das. Ja. So meine Lieben, der Kumpel ist jetzt da, der hat die Felge geholt. Wunderbar. Der Retter in der Not hier. Da ist die Felge. Ja, der Jörg baut es jetzt dran und dann geht's weiter. Wir sind jetzt gleich bei der Fähre in Barbie. Sind jetzt hier in so einem Ort gerade reingefahren. Guckt mal. So Leute, Fähre. Welches ist der größte Fehler in meinem Wohnwagen? René, warum hast du eigentlich das Rad in die Mitte gebaut? Weiß ich selber nicht. Ich habe es hier mal im Nacht gebaut. Den hast du doch wieder gesehen, dass das scheiße ist. Wenn man auf der Fähre fährt, sitzt man nicht drauf. Anstrengend gehen wir hoch. Schlechter Belag und ja. Naja, Leute, haben wir geschafft. Wir halten nochmal am Fahrradladen an. Jörg holt sich noch eine Felge. Hier in Barbie. Ich brauche noch nichts. Ah, wahrscheinlich erst morgen. Wir sind jetzt wieder auf dem Track. Im Elberadweg. Jörg hat sich in dem Radladen noch ein Rad geholt. Noch Glück gehabt, hat er sogar so ein richtig gutes bekommen von DDR-Zeiten. So eine gute Felge von einem Moped irgendwie. Hat richtig Glück gehabt. Guter Fahrradladen da in Barbie. Kann man empfehlen. Bin ich positiv überrascht. Ja, wir fahren jetzt hier neben den Damm lang. Ja, mal gucken. So sieht das aus hier. Guck mal, der Jörg hat einen Schlüssel dabei und ja, wunderbar, da komme ich doch durch. Muss man auch noch so einen Schlüssel zulegen, steht fest.
Leute, wir sind wieder im Süden von Sachsen-Anhalt. Die Straßen, unglaublich, könnt ihr euch nicht vorstellen. Holperstein ohne Ende hier, wir sind gerade in Kalbe. Ich drehe mal die Kamera um. Unglaublich hier. Holperstein und das 30 Jahre nach der Wende. Der halbe Ort hier. Wahnsinn. Jetzt fahren wir gerade über die Saale. So Leute, jetzt bin ich wieder ein bisschen entspannt. Durch Kalbe durch eben. Es war ein echtes Chaos. Auch die Straße mal gut, das war ja da echt der Wahnsinn. Holperstein ohne Ende, vorher schon auf dem Radweg, also ganz schlimm. Aber so kenne ich das ja hier in Sachsen-Anhalt, die Radwege. Da fahren sie ja nicht mehr, deswegen fahre ich ja vorwiegend Straße. Jetzt fahren wir auch wieder Straße. Der Radweg führt zufällig hier lang. Aber diese Radwege hier, also was ich kenne, und das hat der heutige Tag auch bestätigt, wirklich sehr schlechte Qualität. So ein Radweg, wie ich ihn vor Kassel hatte, dieser Herkules-Wartburg-Radweg, der war ein Traum. Sowas, ja, kenne ich hier nicht. Die Jungs sagen, der Saale-Radweg soll richtig gut werden. Ja, schauen wir mal morgen, wie es da wird. Da bin ich ja mal gespannt. Aber heute hat sich das voll bestätigt, das Bild, was ich hier kenne aus Sachsen-Anhalt. Von den Radwegen war nicht so gut. Jetzt geht es nach rechts hier. Naja. Ich lasse mich aber raschen. Zur Not habe ich gesagt, waren die Jungs weiter Radweg und ich war Straße. Aber gut, ich weiß ja auch im Süden von Sachsen-Anhalt, hier am Süßen See, da sind auch ganz schlechte Straßen. Das habe ich letztens gesehen, als ich da zu New York bin. Ja, naja, was soll's. Guckt euch nochmal die Gegend hier an. Wir haben jetzt hier eine schöne Übernachtungsstelle gefunden, kurz vor Nienburg. Das ist hier so ein Parkplatz. Ja, hier stehe ich, die Jungs stehen da drüben. Richtig schön hier, schöne Natur. Da drüben sind die Jungs, essen gerade Abendbrot. Und ich glaube, hier hinten ist die Saale. Können wir mal hingucken. Mal gucken, wie das hier aussieht. Ich bin gespannt. Ja, hier ist ein Bach. Sag mal. Da eben auch das Bellen hört, das ist ja schon ein Rehbock. Das wäre ja Wahnsinn. Wir haben es jetzt so 6:30. Ja doch, da kommen sie langsam raus, ja. Oh ja, ja. Ist der Bach. Das sieht ja gut aus hier. Ja, schöne Stelle hier. Waren auch schon ein paar Leute hier. Mich schon gewundert, was die hier machen. Ja. Das sieht ein bisschen braun aus, das Wasser. Wir haben hier noch einen netten Nachbarn getroffen. Der schläft auch hier in seinem Auto. Und alle. Essen ist schon alle Leute. Ja. Wer nicht kommt zur rechten Seite, muss sehen, dass nichts übrig bleibt. Ja, genau. Sieht, dass nichts übrig geblieben ist. Ja. Ja, wir haben noch einen Kumpel kennengelernt hier, schläft in seinem Auto. Richtig schön. Es ist langsam Feierabend hier. Wir haben eben noch schön erzählt. Wir haben noch einen Kumpel getroffen, den Jan. Schöne Grüße von hier aus, falls du das Video siehst. Wir haben ein richtig schönes Gespräch noch gewesen eben. Ja, jetzt ist mittlerweile 10:30 und ich werde jetzt noch einen letzten Kaffee mir machen hier. Damit ich noch was Warmes im Bauch habe. Natürlich einen ganz schwachen.
Und dann werde ich mich langsam hinlegen, das Video noch ein bisschen bearbeiten. Ja, dann haben wir den zweiten Tag heute auch überstanden. Ja, so weit sind wir heute nicht gekommen, waren bloß 50 Kilometer. Naja, aber ja, wir hatten halt die Panne da vorhin mit dem Rad vom Jörg. Ja, das ist die Achse da gebrochen. Das ganze Hinterrad ist im Prinzip kaputt. Und wir hatten Glück, dass da in Barbie nicht weit entfernt gleich ein Radladen war. Und der hatte noch ein Hinterrad. Haben wir uns eins geholt. Ja, hat alles gut geklappt. Hatten auch noch einen Kumpel getroffen da. Der ist dann gleich losgefahren mit seinem Fahrrad. Richtig top gewesen. Ja. Naja, Leute, mal gucken, was morgen auf uns wartet. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Ich hoffe, dass alles gut geht und dass wir wenigstens so 70, 80 Kilometer morgen schaffen. Auf jeden Fall müssen wir morgen auch laden. Naja, gucken, wie das klappt. Okay, Leute, ich würde sagen, das soll es gewesen sein hier heute. Wir hören uns dann im nächsten Vlog. Ja, und ich würde sagen, bis dann. Ciao, euer Enduro-Ne.